Dann möchte ich nochmal hier anfangen mit dem, was wir beim letzten Mal, also die letzten Folien, die wir beim letzten Mal hatten, am Ende. Und wir waren ja bei der Rechnerarithmetik angelangt und wollten jetzt mal die vier Grundrechenarten durchschauen. Dann haben wir natürlich angefangen mit Addition und Subtraktion. Wir hatten diese Dinge wie Voll- und Halbaddierer, Carry-Ripple-Addierer, Carry-Look-Ahead-Addierer. Und jetzt kommen dann solche Dinge wie BCD-Addierer und Subtraktion. Das werden wir heute machen. Und danach kommen wir dann halt zur Multiplikation und so weiter, die komplizierteren Dinge. Und ja, Addition ist klar. Und ja, Subtraktion ist dann auch kein Problem, wenn ich die Addition habe. Ja, dann kann ich die Subtraktion natürlich durchführen, indem ich einfach ja, zum Beispiel das 2-Komplement addiere. Das haben wir alles schon diskutiert und auch schon ganz am Anfang der Vorlesung diskutiert. Hier ist es jetzt eben nur richtig aufgeschlüsselt. Und Multiplikation und Division lassen sich aber ebenfalls auf die Addition zurückführen. Das heißt, da muss man eben eine fortgesetzte Addition durchführen. Und das werden wir auch noch machen. Da werden Sie sogar ein richtiges Rechenwerk kennenlernen gleich. Das werden wir heute auch noch schaffen, ja, was dann praktisch durch eine fortgesetzte Addition eine Multiplikation durchführt. So, wenn wir Gleitkommazahlen addieren, werden Matrizen und Exponent separat verarbeitet. Ja, das heißt also, wir müssen Festkomma-Dualzahlen verwenden. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das wird oft missverstanden, wie wir so eine Festkommazahl darstellen. Da ist es nämlich so, dass wir die Mantisse ja wie bei den Gleitkommazahlen so darstellen, dass wir eigentlich alles hinter dem Komma haben. Das heißt also, wenn ich eine Null hinten weglasse, ist es nicht, dass die Zahl dadurch größer wird. Ja, das werden wir gleich noch sehen. Ja, da kommt man ganz leicht durcheinander. Deswegen sage ich es jetzt schon mal. Und dann brauchen wir so Grundtypen von Addierern. Und da hat man jetzt ja ein bisschen was kennengelernt schon. So ein Addierer ist ja, also gerade so ein Halbaddierer, ist ja erstmal ziemlich simpel. Ja, gucken wir uns mal so einen Halbaddierer an. Also das heißt, wir, das hatten wir ja schon angeschaut beim letzten Mal, wir haben Summe und Übertrag. Das heißt, der hat sozusagen nur eine Summe für die beiden Bits A und B, ist klar. Wir kriegen nur hier die 1, ja, und hier jeweils die 0 und dann bekommen wir unten den Übertrag und sonst nicht. Das nennt man Halbaddierer. Und das kann man ja dann relativ simpel und schön umsetzen. Moment, einmal zurück. Ja. Wir können ja sagen, das ist A nicht äquivalent B oder A nicht B oder A nicht B. Ja, und für die Summe, die hätten wir dann hier. Ja. Und da haben wir beim letzten Mal schon diskutiert, da kamen einige Kommilitonen von Ihnen zu mir, ja, wegen dem Schaltzeichen. Aber darüber kann man natürlich jetzt lang philosophieren, ob das Schaltzeichen sinnvoll ist oder nicht. Ich finde teilweise die amerikanischen Schaltzeichen besser als die, die wir hier jetzt verwenden müssen. Aber das ist halt eben eine DIN-Norm. Und wir wollen ja auch nicht alles durcheinander bringen und alles mischen. Also das ist halt dann hier gleich 1. Und oder war ja größer gleich 1. Ja, und dann bekommen wir hier noch die Verundung für den Übertrag. Und damit hätten wir dann so einen Halbaddierer zusammengestellt. Und ja, der sieht dann im Schaltbild folgendermaßen aus, eben das Summenzeichen. CO heißt Carry Out. Ja, wir haben ja A und B, jeweils die einzelnen Bits, die wir einfügen und bekommen sozusagen die Summe dieser Bits heraus. So, und damit können wir jetzt dann, wenn wir den haben, können wir einen Volladdierer bauen. Und der Volladdierer, der braucht ja jetzt einen zusätzlichen Eingang, ja, falls ich einen Übertrag bekommen habe, also wenn ich aus dem Halbaddierer jetzt einen Carry-Out bekomme, dann muss das ein Carry-In sein für die nächste Stufe, wenn ich damit jetzt mehrere Bit, also mehrstellige Zahlen addieren möchte. Ja, und dann ist natürlich diese ganz simple Funktionstabelle. Wir haben also die Eingangsbit für die jeweilige Stelle, den Übertrag, der da hinkommt, und dann brauchen wir dafür die Summe und den nächsten Übertrag, der wieder weitergereicht wird. Das ist im Grunde genommen dann rekursiv. Wir können dann, und da werden wir ja auch gleich noch sehen, dass man das auch wirklich so implementieren kann, wir können dann rekursiv einfach die Bits addieren. Und dann haben wir ja gesagt, wir können das hier zusammenfassen. Ja. Dieses Nicht-Äquivalent, ja, und dann haben wir hier PI, Nicht-Äquivalent UI. Ja, und hier unten können wir dann noch das P und dieses Generate Carry, ja, das können wir noch zusammenfassen. Und dann bekommen wir hier ziemlich einfache Ausdrücke, nämlich PI, UI oder EI, Generate Carry. Ja, und wenn Sie das jetzt auf sich wirken lassen, haben wir ja schon gesagt, jetzt können wir da ziemlich simpel eben so einen Volladdierer mit zusammenbauen. Und zwar nehmen wir einfach zwei Halbaddierer. Das ist der eine Halbaddierer, das ist der andere Halbaddierer. Und was bekommen die jetzt? Ja, wir geben jetzt hier ein die beiden Stellen.
an der Bitstelle, also wenn ich jetzt eine 10-Bit-Zahl habe, dann kommt meinetwegen bei Bit 5, kommt eben A5, B5 da rein und dann kommt der Übertrag aus der Stelle davor rein, also aus der vierten Stelle, wird hier eingegeben. So, und dann addiere ich die beiden hier, bekomme das Ergebnis, ja, den Generate Carry. Ja, und hier bekomme ich das Summenergebnis, ja, und ja, das muss jetzt hier unten eben, genau, ich will ja den Term hier berechnen, ja, das soll hier rauskommen, ja, wird noch verodert, dem, ja, und dann bekomme ich mit dem zweiten Halbaddierer, bekomme ich dann meine beiden gewünschten Ausdrücke, nämlich den Summenterm für die beiden und den nächsten Übertrag für die nächste Stelle. Das nennt man dann Volladdierer. Und das ist das Schaltsymbol. Und damit werden wir gleich noch ein bisschen spielen, dass wir mit diesem Volladdierer jetzt natürlich komplexere Schaltungen aufbauen können. Ja, komplexere Additionsschaltungen aufbauen können. Ja, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Das war, glaube ich, das Letzte, was wir in der letzten Vorlesung gesehen haben. Hier können wir jetzt eine ganz simple Addition durchführen, wie Sie sie auch genauso machen würden mit Papier und Bleistift. Deswegen haben wir die auch Papier- und Bleistift-Methode genannt. Sie gehen, blend die mal ein, ja, Sie gehen durch die Bitstellen durch, von links nach rechts und bekommen dann, ja, wenn Sie hier die immer anlegen, bekommen dann jeweils die Bitstellen im Ausgang. Und das funktioniert ganz witzig, indem man eben sagt, man macht das mit einem Flipflop. Das Flipflop hält immer sozusagen den Übertrag. Und hier haben wir so ein typisches Beispiel wieder von so einem Schaltwerk. Ja, ich hoffe, das habe ich ja oft genug betont. Hier gibt es ein Feedback, ein Gedächtnis. Deswegen ist diese Schaltung sozusagen in der Lage, den Übertrag zu halten und daraus einen neuen Übertrag zu berechnen. Ja, der Übertrag wird jetzt einfach in so einem D-Flip-Flop zwischengespeichert und im nächsten Takt läuft er einfach wieder hier rein. Das D-Flip-Flop überträgt ihn einfach mit dem Takt. Ja, und dann takten wir die rein und takten hier immer rum. Ja, das ist also synchron, ein synchrones Schaltwerk. Ja, soweit waren wir gekommen. Gibt es soweit erstmal Fragen oder Kommentare? Ja, das wäre jetzt mal der simpelste Addierer. Gut, jetzt kann man sich überlegen, was hat der für einen Nachteil? Der macht seriell. Das heißt also, ich muss, wenn ich jetzt, es gibt ja manchmal Rechner, die wollen wirklich 80-Bit-Zahlen addieren, ja, und das passiert auch, weil selbst bei einem 64-Bit-Rechner, das haben wir ja am Anfang diskutiert, brauchen sie typischerweise Akkumulatoren mit 80-Bit. Das heißt, die werden also irgendwie in ziemlich große Bit-Anzahlen kommen. Und das würde ja bedeuten, dass man das Ding hier mindestens mal 64 Mal oder eben auch 80 Mal durchrechnen lassen muss. Und auch wenn der dann für jeden Schritt ziemlich schnell ist, braucht er natürlich dann einfach Faktor 80 dagegen. Ja? Also möchte man das schneller machen. Und da können wir jetzt mal ein paar Sachen überlegen, was man eigentlich alles so tun kann. Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Konzept, dem Carry-Ripple-Addierer. Ja, wir können ja sagen, wenn wir mehrere Stellen haben, wir wollen also eine Dualzahl mit mehreren Stellen, dann kann ich jetzt für jede Stelle einen Volladdierer und dann nehme ich den Übertrag rüber, wie wir das gesagt haben, ja, und nur bei der Stelle mit der geringsten Wertigkeit, da brauche ich nur einen Halbaddierer, weil da habe ich keinen Übertrag, von unten kommt kein Übertrag. Ja. Der sieht jetzt folgendermaßen aus. Ja, ich habe jetzt also hier Halbaddierer einen, nämlich den hier. Ja? Und dann habe ich hier einfach n-1 Volladdierer, habe zwei n-Eingangsvariablen, n+1 Ausgangsvariablen. Warum n+1? Weil wir natürlich noch einen Übertrag nach außen geben können, nämlich den letzten Übertrag. Müsste man ja nicht, aber in der Regel macht das Sinn. Sie können den dann vielleicht noch für eine Kaskade verwenden, können den also noch in einem anderen Kontext verwenden, zum Beispiel mit einem anderen Addierer wieder zusammenschalten. Ja, damit hätte man dann so einen N-Bit-Addierer und der macht jetzt wirklich nichts anderes, als die Dinge hintereinander zu schalten. Und das ist genauso wie bei Analog-Digital-Wandlern. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit auskennen, ja, ob Sie jetzt sozusagen rekursive Analog-Digital-Wandler anschauen oder eben welche, die das parallel machen. Ja, und hier ist es jetzt so, dass sie sozusagen alle erstmal aktiv sind, aber natürlich, deswegen heißt der Carry Ripple, der muss ja auch erstmal da durchlaufen, Carry. Ja? Das heißt, es ist ja nicht total instantan. Kann man jetzt natürlich drüber nachdenken, kann man das nicht noch besser machen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber ist das erstmal klar, dass man es einfach so anlegt, ja? Und wir nehmen nicht die gleiche Schaltung mehrfach wie gerade, sondern wir nehmen die Schaltung einfach, schreiben die Schaltung einfach mehrfach hin. Ja? Und laufen dann einfach jetzt von links nach rechts durch. Das ist halt hier jetzt dieser Effekt.
Das Problem ist jetzt halt, das Ergebnis ist erst dann gültig, wenn der Übertrag aus der vorhergehenden Stelle berechnet wird. Und deswegen heißt er auch so Rieseladdier, ja, das heißt, es rieselt sozusagen durch. Man muss im Prinzip alle Stufen abwarten. Das heißt also, der Vorteil gegenüber dieser einfachen Methode, wo ich nur einen Block habe und den dann einfach immer wieder rekursiv durchlaufe, ist gar nicht so riesig. Ja? Und natürlich brauchen wir proportional zur Anzahl der Stellen, also auch bei 80 Stellen, was ich gerade sagte, braucht der auch lang. Und deswegen nennt man den asynchronen Paralleladdierer, ja, da das eben jetzt zwar bitparallel macht, aber und das ist der Vorteil, deswegen ist man ein bisschen schneller als bei dem, was wir gerade gesagt haben, aber der Carry muss halt erstmal durchlaufen. Und da muss man natürlich auch irgendeine Maßnahme treffen, dass das nicht irgendwie zu falschen Ergebnissen führt. Ich lege alles parallel an, frage das Ergebnis ab und danach frage ich es nochmal ab und dann kommt was anderes raus, weil der Übertrag so langsam durchgelaufen ist. Ja, deswegen ist das schwierig. Man muss also abwarten und muss irgendwie wissen, dass der Carry ganz am Ende angekommen ist. Ja? Also gehen wir nochmal zurück hier. Das wird ja alles parallel gemacht, was ich hier anlege. Ja? Nur diese, wir haben ja zwei Stufen in diesem Volladdierer. Nur das für die zweite Stufe, wo der Übertrag hier gebraucht wird, der letzte Übertrag von der Stelle davor, da muss man eben jeweils warten. Okay, ja, ja, und dann kann man was Schöneres machen, aber das wird natürlich teurer. Das kann man sich vorstellen, also nicht nur teurer im Sinne von Geld, sondern vor allem teurer im Sinne von Nachdenken oder teurer im Sinne für mich zum Erklären. Ja, es wird natürlich jetzt aufwendig. Wenn ich jetzt sagen will, möchte das alles parallel haben, dann muss ich ja alle Überträge gleichzeitig berechnen. Ja, ich denke, das ist klar, weil sonst muss ich ja immer warten, was aus den letzten Stufen kommt. Ja. Wir wollten also alle Überträge direkt aus den Eingangsvariablen und nicht aus den alten Überträgen berechnen. Das Ganze darf also nicht rekursiv sein, wir müssen die Rekursionen auflösen. Wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir zu so einem Carry-Look-Ahead-Addierer. Und zwar, was wollen wir denn machen? Wir haben ja wieder diese Formeln hier, die habe ich Ihnen jetzt, glaube ich, zur Genüge gezeigt, die muss ich nicht nochmal erklären, ja, wie ich also den neuen Übertrag aus dem alten Übertrag berechne und dem eigentlichen den eigentlichen Ergebnissen hier. Ja. Und das heißt, hier steht der alte Übertrag drin, das UI, und das ist der neue, das ist also rekursiv. Und das SI, die Summe, hängt natürlich auch vom Übertrag ab. Und wenn ich jetzt dieses Propagate Carry und das Generate Carry, wenn ich die wieder abkürze, dann kann ich ja überlegen, wenn ich die direkt aus den Eingangsvariablen berechnen kann, das ist ja offensichtlich, das kann ich ja, dann fehlt mir doch offenbar, wenn ich mir diese Formeln anschaue, nur, wie ich das Ganze nicht rekursiv rechnen kann. Naja, und was kann man einfach machen? Man löst die Rekursion auf, indem man einfach einsetzt, sukzessive. Ja? Wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich natürlich riesige Bandwurmausdrücke. Die schauen wir uns gleich mal an. Ja, aber ist klar, oder? Dass man die Generate Carry und Propagate Carry, die Terme, GI, PI, ja, die hier auftauchen, die sind ja sowieso aus dieser einen momentanen Eingangs, was heißt momentan, oder aus dieser einen Stelle berechenbar, ja? Wenn wir das nicht über der Zeit machen, sondern parallel, sind aus dieser einen Stelle berechenbar. Direkt aus den Eingangsgrößen. Da wird nichts rekursiv weitergegeben. Hier steht also nicht, dass GI von GI minus 1 abhängt oder was. Ja, das heißt, die sind direkt aus den Eingangsgrößen berechenbar. Nur das UI plus 1 eben nicht. Und deswegen machen wir das jetzt so, dass wir einfach diese rekursive Berechnung ganz simpel auflösen, wie man es auch wirklich ganz naiv machen würde. Da ist also kein irgendwie Trick dabei, ja. Wir setzen einfach sukzessive ein und Sie sehen, dadurch habe ich praktisch hier immer nur Ü0 stehen, ja, und alle anderen Terme habe ich aufgelöst. Und das Ü0 ist ja, je nachdem wie ich den aufbaue, ist der Übertrag, den ich ganz vorne reinkriege. Also wenn ich meinen Baustein sehe und der kriegt vorne einen Übertrag rein aus irgendeinem Addierer von davor und gibt einen Übertrag raus an einen möglichen Addierer, der danach folgt, dann habe ich in meinem Baustein aber nur noch eine Abhängigkeit von Ü0. Und ich kann im Prinzip jetzt alles in einem berechnen, aus den Eingangsgrößen, wie man sieht. Ja, hängt also jetzt nur noch von diesen GI und PI ab, die ja nur von den Eingangsgrößen abhängen. Nur, jetzt sieht man natürlich schon mal Folgendes. Ü3 hängt jetzt ab, zum Beispiel auch von G1. Macht ja nichts. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir es nur individuell für eine Stelle berechnen wollen. Das geht halt nur bei GI und PI. Bei den ÜIs kann das nicht funktionieren. Bedeutet also, dass wir für die Berechnung von so einem Ü3 einfach alle Eingangsgrößen brauchen. Ja? Und das wird dann natürlich dummerweise unübersichtlich. Und deswegen, man sieht es ja wie gesagt schon an der Formel,
Ja, und man sieht ja auch, was passiert. Also wir kriegen einfach immer rekursiv mehr Terme rein. Ja, und man wird jetzt weitgehend unabhängig von der Stellenzahl. Weitgehend, können wir gleich mal diskutieren, warum das so ist. Ja, weil die Berechnung des Übertrags in allen Stufen sofort, genauso wie die Berechnung von PI und GI, kann die Übertragsberechnung auch sofort passieren. Warum schreibt man weitgehend unabhängig von der Stellenzahl? Warum ist es nicht total unabhängig davon? Schauen Sie sich doch mal nochmal diese Ausdrücke hier an. Da ist es doch jetzt so, dass wir in jedem Fall mehr rechnen müssen. Das heißt, wenn ich mehr rechnen muss, dann wird es natürlich auch langsamer. Also wenn Sie jetzt hier so einen Bandformausdruck haben, das hängt natürlich davon ab, wie man den vereinfacht. Das können wir uns ja gleich mal anschauen. Ja, zumindest wird es aufwendiger. Ja. Schauen wir uns das mal an. Und deswegen heißt der Carry Look Ahead. So, und so sieht so einer aus. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier oben jeweils die Berechnung, also hier oben kommen erstmal ganz oben, kommen diese A0, B0, A1, B1, A2, B2 und so weiter. Die werden jetzt hier aus jeder Stelle angelegt. Das sind meine Bits, die ich anlege. Dann berechne ich die ganzen GI, PI, das heißt Generate Carry und Propagate Carry, die werden jetzt in jeder Stelle hier berechnet. Das S0 ist dann trivial, das war ja nur noch diese Antivalenz. Ja, das heißt, hier kriege ich das S0, S1, S2, die kriege ich ziemlich schnell. So, und jetzt ist eben die Frage, wie speist sich aber hier das S0? Das bekommt ihr das Ü0, das ist simpel, das kriege ich ja direkt angelegt. So, und dann werden die jetzt alle rekursiv jetzt zurückgegeben. Ja, also wenn man sich jetzt anguckt, ich verunde hier, oder hier, ja, kriege ich hier mein Ü1. Das wird sozusagen jetzt alles aus den Eingangsgrößen direkt berechnet, ja, aus den G, wenn man das hier mal anschaut. Ich sehe ein, es ist etwas schwer zu verfolgen visuell. Das fällt mir jetzt auch schwer, wenn ich direkt davor stehe. Auf einem Blatt Papier ist es schöner. Ja, aber ich hoffe, Sie können dem trotzdem einigermaßen folgen. Ja, das heißt, also ich berechne das G0, lege das hier an, P0 wird hier angelegt, dann wird der Übertrag berechnet und so weiter. Das geht hier überall. Nur Sie sehen, die Berechnung wird immer komplizierter und für Ü3 ist sie natürlich offenbar am kompliziertesten. Ja? Das heißt, der Aufwand, den man da reinsteckt, wird natürlich größer und man spart sich jetzt dieses Durchrieseln, ja, von den Überträgen und hat sozusagen eine parallele Berechnung der einzelnen Stellen und der Überträge. Ist das soweit? Klar? Okay. Ja, klar, die Größe des Hardwareaufwands steigt jetzt an mit steigender Stellenzahl. Das haben wir ja gerade gesagt. Und jetzt kann man so etwas machen, auch da wieder, Beispiel AD-Wandler, wenn Sie sich sowas mal angeschaut haben, da macht man das ganz genauso, ist genau das gleiche Prinzip. Jetzt müssen wir im Prinzip das Problem zerteilen in kleinere Probleme. Wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel 16-Bit so lösen und fühle mich aber nicht in der Lage, das mit 16-Bit durchzuführen, weil bei 16 Stellen, haben wir gesehen, werden die Ausdrücke ja wahnsinnig groß, dann kann man ja sagen, dann nimmt man kleinere Einheiten. Und das heißt, wir werden also jetzt einen Carry-Look-Ahead-Addierer verwenden für eine Stufe und die dann seriell kaskadieren. Und dann kann man im Prinzip die Blockübertrage in den kleineren Blöcken, die werden parallel verarbeitet, wie wir es gerade gesagt haben. Aber von einem Block zum nächsten, da muss man dann erst wieder abwarten. Ganz klar. Ja? Dann haben wir also so eine Hierarchie von Carry-Look-Ahead-Addierern. Aber der Vorteil ist, die können ja schon mal für sich ein bisschen was machen. Also würde dann so aussehen. Ja? Aber müssen dann trotzdem eben jetzt hier immer warten. Also die kann ich erstmal parallel anlegen, ja, die entsprechenden Bits. Ja, das heißt also, die LSBs und die MSBs, die kann ich jetzt hier schon mal parallel anlegen für die beiden Zahlen, die ich da addieren möchte. Das ist die Summe, die ich rausbekommen möchte, ja, auch wieder von LSB zu MSB. Und ich muss jetzt also hier, ach ja genau, hier nutze ich jetzt einen Volladdierer, dann lege ich natürlich den Carry-In entweder auf 0 oder, das ist dann vielleicht sogar eigentlich falsch gezeichnet, das müsste man noch differenzieren. Wenn davor noch eine Stufe war, das kann ja sein, weil es könnte ja sein, dass das hier wieder Teil einer solchen Hierarchie ist. Dann würde natürlich der alte Übertrag reinkommen, ganz klar, weil ich ja auch meinen neuen Übertrag hier ausgebe. Ja, und dann muss ich praktisch jetzt zwischen den beiden nur warten, bis der Carry-Out erscheint, hier zum Carry-In verarbeitet werden kann und sich das Ganze dann gesetzt hat, ja, das Ganze dann eingeschwungen ist. Ja? Also das wäre so eine Hierarchie und wie gesagt, davon könnte ich jetzt also entweder viele hintereinander schalten oder das hier wieder in einer Hierarchie nehmen oder wie auch immer.
ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann. So, jetzt kommen wir noch zum BCD-Addierer. Jetzt kann man sich überlegen, das ist natürlich jetzt eine Variation von dem, was wir gesehen haben. Und vielleicht ist es ja für viele von Ihnen sowieso trivial, wie man das macht. Aber ja, sagen Sie mir mal, bevor wir hingehen, ja, was ist denn das Problem, wenn ich mit BCD-Zahlen rechne und die addiere? Bevor ich das jetzt Ihnen erkläre, kann ja vielleicht mal jemand nachdenken, was ist denn das Problem? Warum ist das wohl nicht so schön? Vielleicht mal mit der Voraussetzung, ich nehme ja erstmal normale Addierer. Ja, will aber das Ergebnis von BCD-Zahlen haben. Und das wird tatsächlich gebraucht in der Praxis, also muss man drüber nachdenken. Haben Sie eine Idee? Genau. Das heißt also, die Stellenwertigkeit stimmt nicht ganz genau. Das heißt, wenn man den Übertrag anschaut, das machen wir vielleicht jetzt schon mal im Kopf, bevor wir uns die Folien anschauen, denken Sie mal alle drüber nach, wie passiert denn der Übertrag? Was bedeutet der Übertrag bei einer BCD-Zahl? Wann kommt der? Und wann kommt der bei einer Dualzahl? Ja, wann kommt der? Genau. Und das wäre in Zahlen ausgedrückt. Ja, ist schon richtig, sagen Sie es nochmal. Wenn ich jetzt durchzähle, 1, 2, 3, 4, ja, wann kommt welcher Übertrag? Wann kommt er denn bei einer Dualzahl? Bis wohin muss ich zählen? Ja, hängt von der, wenn ich, okay, da muss ich vielleicht noch verraten, wir rechnen in Tetraden, ja? Weil wir ja hier, bei BCD müssen wir in Tetraden ja rechnen, also wir werden immer 4-Bit betrachten. Ja, wann kommen denn in beiden Fällen die Überträge? Und da geben Sie mir mal ein Beispiel. Wann taucht denn ein Übertrag auf bei der Dualzahl und ich will bei einer BCD-Zahl einen anderen Übertrag haben? Wann ist der denn genau? Genau, bei der 9. Wenn wir von 9 auf 10 gehen, ja? Und wenn wir von 9 auf 10 gehen, haben wir einen Übertrag bei einer BCD-Zahl, weil wir dann ja in die nächste Stelle gehen. Die gehen ja nur von 0 bis 9 pro Stelle, also pro Tetrade. Ja? Und bei einer Dualzahl ist es eben nicht so. Und deswegen, jetzt gehen wir mal durch, macht das, also zumindest ist das jetzt mal ganz spannend, sich das mal anzugucken, wie man sowas macht. Und es wird wirklich gebraucht, ja? Wie gesagt, vielleicht sehen Sie es ja ohnehin schon, wie man es macht. Dezimalzahlen ziffernweise in eine Binärdarstellung überführen, das ist der BCD-Code. Wir haben uns den am Anfang angeschaut. Wenn ich 10 Ziffern kodieren möchte, also von 0 bis 9, brauche ich eben 4 Bit. Das nennt man Tetrade. Und wenn ich ja, so eine Tetrade anschaue, dann soll natürlich die Kodierung Tetradenkodierung heißen. Und das ist, wie Ihr Kommilitone gerade gesagt hat, ein bisschen schwierig. Ja, weil ich habe zwar diese Bedingung, aber ich brauche die gar nicht alle, die Bit. Das heißt, es gibt jetzt plötzlich Einträge, ja, die ich gar nicht brauche. Nämlich die von 10, also jetzt muss ich überlegen, von 10 bis 15, ja, die brauche ich nicht. Weil ich brauche ja nur von 0 bis 9 und danach soll ein Übertrag entstehen. Das heißt, 6 von diesen 16 möglichen Kodierungen sind jetzt eben nicht gültig, sind keine Dezimalziffern. Die muss ich also bei der Addition irgendwie überspringen, sonst gilt es ja nicht. Ja, die nennen wir deswegen Pseudotetraden, wie ja gerade schon gesagt wurde. Ja, und jetzt nehmen wir das Dualäquivalent. Ganz klar, wir wollen ja normale Addierer verwenden. Und dann nennt man das eben diese Binary-Coded Decimal-Kodierung, ja, die eben das Problem darstellt. Ja, wir wollen ja mit den normalen Techniken, die wir bisher gehabt haben, mit den normalen Hardware-Einheiten, wollen wir das ja rechnen. Und deswegen müssen wir da eben Dinge überspringen. So. Nochmal als Wiederholung, das haben wir ja ganz am Anfang schon gemacht. Als Dezimalzahl 8127, ja, sieht so aus. Und natürlich als BCD-Zahl würde ich einfach ja, 8127 kodieren. Das ist schön für uns ja, als Menschen, weil wir das sofort ablesen können. Und als Dualzahl ist das halt schwierig. Da müssen Sie schon ganz schön schnell rechnen können. Das kann sicher der eine oder andere von Ihnen, ich kann es nicht. Ja, um das jetzt sofort ablesen zu können, dass das dem entspricht. Also Vorteil ist bei der BCD-Kodierung, man kann es sofort abchecken, ja, kann damit Anzeigen, Tafeln und so weiter bedienen. Das muss man dann am besten auch so machen. Aber eben, wir verschenken Speicherplatz und wir haben eben jetzt das Problem, alleine schon bei der Addition. An Multiplikation möchte ich gar nicht denken, was da passiert. Ja, und jetzt schauen wir mal. Wir können jetzt im Prinzip einfach einen Standard-Dualaddierer verwenden. Was anderes hätten wir eh nicht zur Verfügung. Wir können uns ja keinen selber bauen, wir müssen ja irgendwie was nehmen, was es gibt. Und das Problem ist jetzt eben, wenn so eine Pseudotetrade auftaucht, dann müssen wir den Übertrag, der dann entsteht, den müssen wir jetzt künstlich erzeugen. Weil der würde ja nicht unbedingt erstmal entstehen. Dadurch muss ich jetzt 6 addieren. Die Zahl 6 wird jetzt hier ganz klar, falls ja von statt von 0 bis 15 geht es jetzt von 0 bis 9,
wird die Zahl 6 hier jetzt eine enorme Rolle spielen und das werden wir uns gleich merken, das Muster, ja, also die 0110. Und wir müssen natürlich auch noch eine Korrekturaddition durchführen, wenn wir einen Übertrag haben von einer Tetrade zur nächsten. Machen wir uns das mal an in so einem Beispiel. Wir addieren jetzt hier die beiden Zahlen. Ja? Und wenn ich das jetzt hier drauf addiere, muss ich mal überlegen, das ist jetzt hier 9, richtig? Und jetzt addiere ich das zusammen und Sie sehen, das Problem ist jetzt, ich glaube, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich das so schnell gar nicht im Kopf rechnen kann. Ja, das ist vielleicht ganz praktisch, wenn ich da mal nachgucke. Ich hoffe, Sie sehen schneller als ich. Sie müssen es noch in der Klausur machen, ich nicht mehr. Also, wir haben hier BCD-mäßig, haben wir hier 9, gut, das ist klar, das ist 2 und hier vorne haben wir wieder 9. Ja? Und hier, das ist eine 7 und das ist offenbar eine 8. Ja, und die wollen wir jetzt addieren. Das heißt, was wollen wir jetzt hier hinten haben? Wir wollen jetzt hier 9 plus 7, da wollen wir 16 haben. Ja, und was passiert genau? 16, ja, würde bei 4 Bit einen Übertrag bei normalen Dualzahlen in die nächste Stelle geben. Das heißt also, wir haben hier nur Nuller stehen, bekommen aber einen Übertrag in die nächste Stelle, wenn wir das mit einem Dualaddierer machen. Ist das klar? Weil der rechnet natürlich so, als wenn es Dualzahlen wären. Das heißt, was wir jetzt tun müssen ist, wir müssen jetzt eine Korrekturaddition durchführen, weil wir einen Übertrag hatten. Das bedeutet also, das war falsch. Wir müssen also jetzt hier noch, wir müssen eine 6 behalten. Ja? Dann haben wir eine Pseudotetrade, die es gar nicht gibt. Ja? Und zwar, 1101 kann es ja nicht geben in der BCD-Darstellung. Müssen wir also hier nochmal eine Korrekturaddition durchführen. Jetzt müssen wir aber nicht nochmal addieren, ja, weil das ja durch eine Korrekturaddition zustande gekommen ist, müssen wir also nicht nochmal addieren. Kommt das also raus. Jetzt müssen wir hier vorne nochmal wegen der Pseudotetrade addieren, ja, und dann bekommen wir unser Ergebnis raus. Und das Ergebnis ist, wenn ich es richtig sehe, richtig. Also zumindest in der letzten Stelle sehen wir es hier. Also wir haben hier 6101, ja, und das ist sozusagen die Addition von den beiden Zahlen im BCD-Format. Ja. Gibt es Fragen dazu? Ja, ich muss also bei jedem Übertrag etwas tun und dann, wenn ich in so eine Pseudotetrade reingerutscht bin. Ich muss also für zwei Stellen, also für zwei Arten und Weisen, muss ich eine Korrektur durchführen. Okay. Ja, und hier braucht man es auch wieder nicht machen. Ja, und wie machen wir das jetzt? Wir verwenden einen 4-Bit-Volladierer für jede Tetrade. Dann haben wir ein Schaltnetz zur Korrektur und dann ist die Frage, wie schaut denn eigentlich das Schaltnetz aus? Ja, und jetzt müssen wir uns das mal überlegen anhand der entsprechenden Wertetabelle. Schauen wir uns das also mal an. Und das ist ja das, was wir am Anfang schon besprochen haben, müssen wir, glaube ich, nicht so sehr genau noch drauf eingehen. Wenn ich jetzt hier durchzähle von 0 bis 9, so ist das jetzt angelegt, die Tabelle, dann sind die ja gleich. Von 0 bis 9 ändert sich nichts. Wenn ich jetzt aber weiterzähle bis 10, dann sieht man, bei BCD gibt es einen Übertrag. Ich habe ja nur 4 Stellen. Es gibt hier einen Übertrag in die 5. Stelle. Im Dualergebnis wird einfach weitergerechnet. Im Dualergebnis wird weitergerechnet bis 16, da gibt es erst einen Übertrag. Ja? Also von 0 bis 15 und bei 16 brauche ich einen Übertrag. Ja, und das ist hier ja, ganz anders vom Ergebnis. Sie sehen, die sind total anders. Und das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wenn ich von hier nach da möchte, brauche ich ja immer nur, wenn ich einen Übertrag habe, die 6 addieren. Ja, das sieht man hier, glaube ich, ganz schön zum Beispiel bei der 16, ja, muss ich hier die 6 addieren. Jetzt brauche ich aber noch diesen Übertrag. Wann kommt der zustande? Der kommt offenbar hier nicht zustande, da haben wir ja keinen, weil wir ja von 0 bis 9 gehen. Und dann von 10 bis 19, da haben wir einen Übertrag. Ja? Und dann geht es ja wieder weiter, 20 und so weiter. Ja? Dann haben wir das gleiche Spielchen wieder. Und dann muss ich mir jetzt eigentlich nur noch angucken, was ist das eigentlich für ein Schaltnetz, was mich von dem Übertrag 4 und den entsprechenden Bits, ja? Denn hier rüber zu dem Übertrag führt. Und das können wir ja ganz einfach ausrechnen. Ja, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal üben. Also 0 bis 9 keine Korrektur. Ja, ist der BCD-Übertrag U gleich 1? Ja, dann muss eben noch was addiert werden. Das macht man mit dem zweiten 4-Bit-Volladdierer. Und dann für den Übertrag habe ich es einfach so gemacht, wie gerade erklärt. Kann ich einfach eine Minimierung durchführen, meinetwegen im KV-Diagramm, und bekomme dann den entsprechenden Übertrag aus dem Übertrag der Dualzahl und den entsprechenden Eingaben. Okay, und dann kommt dieser BCD-Addierer raus. Ja, das ist jetzt
für eine Tetrade. Und ja, wir haben hier diese normale Dualaddition, indem wir eben hier die 4 Bit jeweils reinpacken. Das ist sozusagen der Übertrag aus der Stelle davor. Kriegen hier unser Carry-Out, dualmäßig Carry-Out. Müssen dann hier dieses Schaltnetz anwenden, was wir gerade gesehen haben. Ja, also dieses hier. Genau. Dieses Schaltnetz wird jetzt hier verwendet. Ja, das ist das hier. Und dann muss ich noch gegebenenfalls, wenn es einen Übertrag gibt, dann muss ich noch diese Pseudo-Tetraden-Korrektur machen und bekomme dann mein Ergebnis. Und hier sehen Sie, was ich hier addiere. Ich lege hier eine 0 an oder eben den Übertrag, wenn der 1 ist. Ja. Sonst, ja, das ist eigentlich, glaube ich, ganz geschickt, ja, dass man hier sowieso immer nur Nuller hat. Und nur wenn ich hier einen Übertrag habe, dann werden die 1 gesetzt. Und das bedeutet, dass ich dann 0, 1, 1, 0 habe und das ist eben die 6. Ja. Soweit? Klar, oder? Nicht so schwierig, hoffe ich. Genau. Subtraktion, habe ich ja gerade gesagt, soll so eine Nutzung der Addition sein. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was Sie jetzt, glaube ich, mitbekommen haben, schon von Anfang an der Vorlesung. Bilde ich erstmal das Zweikomplement, indem ich die Zahl komplementiere bitweise und 1 addiere. Das heißt also sowas wie, wenn ich das jetzt hier anwende, x minus y, bedeutet, ich nehme also x plus, jetzt in Klammern, Komplementierung plus 1. Die Klammern kann ich weglassen, ja, dann habe ich x plus Komplementierung von y plus 1. Ja, und das heißt, beide Eingabezahlen haben wir jetzt in Zweikomplementform. Und dann haben wir wieder am Ausgang auch Zweikomplement. Und da werden wir sehen, das sieht jetzt alles noch relativ einfach aus. Bei der Multiplikation werden wir das auch noch machen, das werden wir vielleicht heute nicht ganz schaffen, ist das aber schwierig. Ja, bei der Addition werden wir das jetzt, oder bei der Subtraktion werden wir jetzt sehen, das ist in Ordnung, das kriegt man hin. Machen wir das mal schnell. Und zwar, ich glaube, das muss ich Ihnen doch nicht nochmal hinschreiben, oder dass man, wenn ich jetzt hier das x anlege, jetzt negiere ich sozusagen diese ganzen y-Bits und lege jetzt hier ja, an den Übertragseingang einfach die 1 an. Da kann ich also, ja, die Frage ganz einfach, macht man das? Wir wollen ja einen Standard-Volladdierer verwenden und um einen Standard-Volladdierer zu verwenden, um jetzt zu subtrahieren, muss ich ja komplementieren und 1 addieren. Das heißt, ich kann den hier schön nehmen, indem ich einfach fest eine 1 anlege. Also einfach 5 Volt oder was anlege. Dann wird ja Carry-In verwendet, um eine Subtraktion durchzuführen und wir bekommen hier im Ausgang ein X minus Y und wir bekommen auch ein Carry-Out. Jetzt müssen wir drei Sonderfälle unterscheiden, aber ich glaube, die können wir auch relativ kurz machen, weil die sollte Ihnen eigentlich auch klar sein, noch aus dem vom Beginn der Vorlesung, da hatte ich das ja, glaube ich, intensiv erklärt. Wenn beide Summanden positiv sind, sind die Vorzeichen-Bits 0. Der Begriff Vorzeichen-Bits ist hier, ich hoffe, das sehen Sie, vielleicht gar nicht so clever. Ja, es sind zwar letztendlich die Bits, an denen Sie das Vorzeichen ablesen, aber Sie müssen es ja nicht ablesen, es sind ja zwei Komplementzahlen. Das sollte ja integral funktionieren. Ja? Es ist also nicht, dass Sie jetzt nach Zahl und Vorzeichen unterscheiden. Ja, deswegen also ist das vielleicht sogar hier ein bisschen irreführend. Ja? Aber das heißt, das höchste Bit, was wir haben, ist 0. Da muss das Ergebnis positiv sein. Wann ist das Ergebnis nur korrekt? Wenn das neue Vorzeichen-Bit auch gleich 0 ist, weil was passiert sonst? Wenn ich jetzt, wir werden es gleich sehen, ich glaube, ich rechne gleich mit 4 Bit oder sowas, ja, dann können wir ja nur von 0 bis 7 darstellen an positiven Zahlen und der Rest wird sozusagen gedanklich umgeklappt, um die negativen Zahlen darzustellen. Und das hat vielleicht den einen oder anderen schon gewundert und tut es vielleicht immer noch, aber dann wäre es schlecht, dann sollten Sie es nochmal angucken. Das ist ja eine reine Interpretation. Ich könnte ja auch sagen, ich kann die Zahl 9 darstellen. Aber das machen wir eben nicht so, sondern wir sagen, das ist dann schon eine negative Zahl, weil der Zahlenkreis sozusagen ja, umklappt. Das ist der Witz, den wir jetzt hier, aber wenn Ihnen das klar ist, ja, an diesem Zahlenkreis, dann müssen wir, glaube ich, nicht viel machen. Dann ist ziemlich klar, dass wenn ich jetzt 5 plus 2 habe, was offenbar 7 ergibt, und ich addiere das hier auf, dann bekomme ich hier eine 0 für die höchste Stelle, ist also, kann ich als Mensch da ablesen, ja, ist eine positive Zahl. Und es gibt einen Übertrag, der ist auch 0. Und jetzt werden wir gleich sehen, bei all diesen ganzen Fällen kommt raus, dass wenn die Überträge gleich sind, haben wir es richtig gemacht. Fällt uns jetzt hier schon mal auf. Ja? Den Übertrag brauchen wir übrigens gar nicht unbedingt. Das ist ja nur etwas, was wir dann weitergeben an die nächste Stelle. Der ist gar nicht relevant für die Rechnung unbedingt, sondern der ist auch dafür da, um zu gucken, ob wir korrekt gerechnet haben. Und das heißt, jetzt kommen wir mal zu dem nächsten. Also hier, Überträge gleich, Ergebnis korrekt. 5 plus 6. Das kann bei 4 Bit offenbar nicht funktionieren. Ich habe gerade gesagt,
Sie können ja nur Zahlen, positive Zahlen von 0 bis 7 darstellen. Das heißt also, die 11 ist gar nicht möglich. Und das heißt, es kommt aber raus 11 und das ist also ungültig. Ja, und wir müssten hier eine negative Zahl rausbekommen. Das heißt, wir bekommen hier eine 1, ja, was ja schon für eine negative Zahl sprechen würde, weil wir eben schon in den Bereich reingerutscht sind. Ja, wir sind im Zahlenstrahl einfach im Zahlenkreis einfach weitergerutscht auf die 11. Und da müssten wir jetzt eigentlich wieder runterrechnen. Aber wir sehen, an dem Nullübertrag können wir jetzt wieder sehen, es ist nicht korrekt. Das heißt, wir können wirklich sozusagen algorithmisch abprüfen, ob das Ganze falsch war. Und hier ist das Ergebnis falsch. Ja? Ich gehe da jetzt mal schnell durch. Ich glaube, das sollte allen klar sein. Sonst, wie gesagt, einfach mal den Zahlenkreis hinmalen. Das können Sie sogar jetzt schnell noch machen. Ja, und dann nochmal drauf gucken. Ja, wenn Sie für 4-Bit gucken, dass Sie negative Zahlen ja, auch mit drin haben. Wenn hier jetzt beide Vorzeichen-Bits mit dem gleichen Kommentar wie gerade, ja, den Wert 1 haben, dann ist das im Zweierkomplement etwas, was zu einem negativen Ergebnis führen muss. Ich subtrahiere etwas Negatives von etwas Negativem und dann muss das Vorzeichenbild des Ergebnisses auch 1 sein. Jetzt bleibt mir eine Zahl mehr. Ich bin in dem anderen Teil des Zahlenstrahls oder des Zahlenkreises, ja, bevor es wieder umklappt in die positiven. Und das heißt, ich muss mich in diesem Bereich aufhalten. Ja? Und jetzt müssen die beiden vordersten Überträge, das können wir jetzt gleich wieder überprüfen, müssen wieder den gleichen Wert haben. Also ganz klar, minus 5, minus 2 gibt minus 7. Und das heißt, wenn ich das jetzt rechne, hier sehen Sie, haben Sie die beiden Einsen. Das kommt auch raus. Und der Übertrag ist auch 1, also 1 plus 1. Und ja, sehen Sie, Überträge gleich, Ergebnis korrekt. Kommt minus 7 raus. Ist das gleiche Beispiel in grün. Ja? Und jetzt sehen Sie, bei minus 5 und minus 6 kommt minus 11 raus. Und das kann nicht funktionieren, dann hätten wir uns mehr Bit reservieren müssen. Ja, wir sehen also, dass wir uns hier tatsächlich verrechnen. Es kommt hier eine Null raus. Warum? Weil wir eben sozusagen am Zahlenkreis wieder in den positiven Bereich reingehoppelt sind. Ja? Und ja, gibt die falsche Zahl, aber er merkt es, weil wir hier natürlich den Überlauf 1 bekommen. Ja? Und das heißt, da können wir auch wieder vergleichen. Und so geht das weiter. Ja? Und jetzt summieren dann unterschiedliche Vorzeichen. Ja, da kann man jetzt sagen, das Ergebnis ist immer korrekt. Ja, aber das Vorzeichen hängt jetzt davon ab, ob der eine oder der andere größer ist. Ja, und na gut, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so genau durchgehen, oder? Also 5 minus 6 gibt minus 1, gleiches Spielchen, ja, korrekt, beide 0 hier, minus und so weiter, ist auch korrekt, ja. Also es kann gar nicht daneben gehen, weil ich meinen Zahlenbereich nicht verlassen kann. Ja, und dann bekomme ich eben gleiche Überträge. Und das kann ich dann nutzen, kann entsprechend eine Schaltung designen, die mir das liefert. Ja, also bei einer korrekten Addition sind beide Überträge gleich. Wenn wir einen Überlauf haben, sind beide Überträge ungleich. Das heißt, wenn wir sozusagen einmal rumgelaufen sind, das können wir durch einen Antivalenzgatter realisieren und damit können wir das Ganze abchecken. Okay. Multiplikation und Division wollen wir noch machen. Erstmal die allgemeine Multiplikation, dann parallel und seriell, dann speziell für den Fall Festkomma, den hatte ich ganz am Anfang in den ersten 5 Minuten schon mal angesprochen. Ja. Festkommazahlen, denken Sie bitte immer dran, was das bedeutet, wie wir die interpretieren. Ist ja wie immer, wenn wir jetzt mit Bits rechnen, wir haben einfach ein Register voll mit irgendwelchen Bits. Wie interpretieren wir? Davon hängt es ja ab. Wie wir das interpretieren? Es könnte ja eine positive, eine negative Zahl, es könnte eine Festkommazahl, eine Gleitkommazahl, was auch immer sein. Und diese Festkommazahlen, die haben wir am Anfang ja so definiert, dass die eben sozusagen das Komma ganz weit vorne haben, wie bei der Mantisse bei Gleitkommazahlen, damit wir das für Gleitkommarechnung verwenden können. Ja, und dann, das schaffen wir heute nicht mehr, den Multiplizierer fürs Zweierkomplement und dann die Division. Okay, allgemeine Multiplikation. Zweierkomplement ist gut für Addition und Subtraktion, weil, was ich ja gerade gesagt habe, das Vorzeichen ist irgendwie integral in der Zahl mit drin, da muss ich nicht unterscheiden, ist das das Vorzeichen oder nicht. Bei der Multiplikation ist das aber ein bisschen schwierig. Man kann das verwenden, das haben wir dann auch als eine kleine Übung. Machen wir das dann noch, ja, das kommt dann in der nächsten Stunde am Anfang. Aber man wird das wahrscheinlich nicht machen, weil es einfach mühsam zu rechnen ist. Und typischerweise wird man jetzt, das will man sich aber eigentlich sparen, würde man jetzt aber umwandeln in Betrag und Vorzeichen. Ja, und da muss man jetzt halt überlegen, was ist einem lieber? Der Aufwand, zwei Komplementzahlen zu multiplizieren oder erst umrechnen, Betrag und Vorzeichen zu multiplizieren und dann wieder zurück umrechnen in zwei Komplement. Das ist eben genau das, was man sich überlegen muss. Ja? Das muss man dann nämlich wieder zurück umrechnen. Ja? Oder wir nehmen diesen Algorithmus, den wir noch kennenlernen, der direkt rechnen kann. Ja, dieser Booth-Algorithmus. Ja, Gleitkommazahlen multiplizieren ist nicht schwierig.
Man multipliziert, auch ich sehe einen Tippfehler drin, ja. Man muss heißen, man muss die Mantissen beider Zahlen multiplizieren und ihre Exponenten addieren, ja. Genau, das ist ja klar. Und dann kann ich die Mantisse mit Betrag und Vorzeichen darstellen, kann ich einen Standardalgorithmus verwenden, ja, und dann muss ich eventuell noch normalisieren. Ja, und bei der Addition der Charakteristiken muss ich ein Offset mit reinnehmen, aber dann kann ich einen Standardaddierer nehmen. Also das heißt, Gleitkommazahlen sind nicht schwierig. Ja, man muss sozusagen diesen Festkommateil vorne, die Mantisse, das muss man halt beherrschen. So, parallele und serielle Multiplikation. Erstmal wieder Papier und Bleistift. So kann man es auch machen. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, ja. Dann nutzen wir eine Addition, um zu multiplizieren. Das haben Sie hoffentlich alle noch mal irgendwann gelernt, ja. Also wenn Sie zwei große Zahlen multiplizieren wollen, ja gut, die sind jetzt nicht gerade groß, aber ja, dann würde ich sagen, das ist sozusagen ja, 1 mal 13 plus 10 mal 13 gibt 143, ja. Und genauso machen wir es hier auch. Wir schieben praktisch, ja, die Zahl hier immer durch. Das heißt also, Sie haben diese 1, 0, 1, 1, ja, hier. Und dann wird die sozusagen je nach Wertigkeit, ja, wird die jetzt hier entsprechend verschoben. Das können Sie jetzt nach links oder rechts machen, das ist egal. Ja, und dann bekommen Sie Ihr Ergebnis raus. Und was natürlich auffallend ist, das hatte ich ja auch gerade schon angesprochen, dass bei diesen Rechnungen typischerweise, weil wir hier viele Dinge aufakkumulieren, ja, ein sehr viel längeres Ergebnis rauskommt, ja, um das darstellen zu können. Deswegen habe ich ja gesagt, normal bei 64-Bit-Zahlen nehmen Sie bestimmt einen 80-Bit-Akkumulator. Man sieht ja, es wird auf jeden Fall viel größer. Ja. Okay, das ist, glaube ich, klar. Ja, und wenn ich jetzt mit Betrag und Vorzeichen arbeite, ist das ziemlich einfach. Ja, dann habe ich einfach die Beträge und das Vorzeichen ergibt sich. Ja, das kann ich ja aus dem Vorzeichen der beiden Faktoren entnehmen. Ja, und jetzt im Dualsystem ist das Schöne natürlich im Vergleich zu dem, was wir gerade mit Papier und Bleistift gemacht haben fürs Dezimalsystem, da müssen Sie ja wirklich immer rechnen. Ja, währenddessen im Dualsystem schieben Sie immer nur. Ja, das heißt also, wir haben ja nur Multiplikation mit 1 und 0. Ja, das heißt also, ich habe im Prinzip immer nur solche Verschiebungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese beiden n-Bit-Faktoren habe, Zahl x und y, ja, mit jeweils n-Bit, dann kann ich die jetzt ineinander einsetzen, ja, und sage x mal y, ja, das gibt dann solche Bit-Produkte, b mal pi, ja, oder ich schreibe eben hin, das ist x, das x von hier vorne, mal eben dieser gerade gezeigten Darstellung y i mal 2 hoch i, und dann kann ich das hier jeweils komplett ausrechnen. Warum? Ich kann jetzt praktisch jedes x ja, mit 2 hoch i mal nehmen und dann mit y i mit dem entsprechenden Faktor mal nehmen und mal 2 hoch i ist, wenn ich es jetzt geschickt mache, nichts anderes als ein Shifting. Ja, klar, wenn ich es jetzt so hinschreibe, ist noch nicht so schön, deswegen müssen wir es in dieser Form hinschreiben. Wir ziehen den Faktor 2 hoch n raus und dann ist es jeweils geteilt durch 2. Ja, wie so ein Horner-Schema im Prinzip. Ja? Dann kann ich immer durch 2 teilen und durch 2 teilen ist ja einfach immer nur ein Shift nach rechts. Ja, deswegen, wie gesagt, das ist die Idee. Wir nehmen also diese Darstellung, ziehen dann aber das 2 hoch n raus, hier, ja, und dann bleiben sozusagen immer jeweils diese Faktoren, bleiben hier stehen. Und dann kann ich einfach von der kleinsten Stelle anfangen. Ich nehme den einen Faktor mal y0, schiebe den nach rechts, nehme den nächsten, addiere ihn drauf, schiebe wieder nach rechts und so weiter. Dann kann man am Ende mit 2 hoch n mal nehmen. Wir schieben sozusagen dann hinter das Komma und auch das wieder nur eine Interpretation. In dem Register steht ja kein Komma. Das heißt also, wenn Sie das jetzt irgendwie schieben, ja, dann stehen natürlich die ganzen Bitstellen da und Sie interpretieren das nur so, als wenn das ein Komma reingekommen wäre. Und das mal 2 hoch n bedeutet nichts anderes, als Sie das Komma wieder verschieben nach links. Und das müssen Sie gar nicht machen, weil ich meine, das Komma verschieben, wenn es nicht da ist, braucht man ja nicht. Ist also sozusagen dann nur gedanklich. Das ist dann die Interpretation, ja, von dem Ganzen. Sie brauchen nicht wirklich noch diesen Faktor 2 hoch n drauf zu rechnen. Und jetzt gibt es diese Partial Product Sum, PPS. Und die beginnt jetzt ja, mit so einer mit null initialisierten Summe S0. Und jetzt bekomme ich, wie gerade dargestellt, rekursiv immer, ich muss praktisch den einen Faktor mit dem einen Bit mal nehmen. Also das heißt mit 0 oder 1. Wenn es 0 ist, bleibt es 0. Ja, und wenn es 1 ist, bleibt das Faktor einfach stehen. Das ist also ziemlich simpel. Ja, plus SI, das heißt den alten Wert, und dann wird geschiftet. Ja, das heißt, kann man sich so hinschreiben, ja, ist also X plus SI, Y und I gleich 1 und einfach nur SI, das bleibt also einfach erhalten und wird nur geschiftet. Also ziemlich simpel. Ja, einmal addieren
und shiften und einmal lassen und shiften. Ja? Und klar, Verschiebung aller Bits um eine Position nach rechts. Das ist ja das, was wir hier machen, wenn wir mit 1/2 multiplizieren. Naja, und das gewünschte Produkt, dann am Ende, wie gesagt, wir werden das noch sehen, wenn wir mit Festkommazahlen arbeiten, müssen wir einfach gar nichts machen. Ja? Dann ist es im Prinzip einfach nur eine Reinterpretation der Zahl. Vielleicht nochmal ein Beispiel, weil ich glaube, das ist ziemlich einfach. Ja, wir haben jetzt dieses S0, damit starten wir ja. Das akkumulieren wir sozusagen auf. Und jetzt haben wir in X ja, die 14 stehen ja, und in Y 11. Ja, das heißt also, jetzt fangen wir an. Wir addieren jetzt einmal, ja, weil hier die 1 steht, ja, addieren wir jetzt einmal X. Kommt ein Ergebnis raus, dass wir also X mal Y0 plus S0. Das haben wir ja gerade gesagt. So, und jetzt muss ich ihn einmal nach rechts schieben. Ja, was Sie jetzt hier sehen, ich schiebe also das Ergebnis einmal nach rechts. Ich komme also hinter das Komma. Aber das Komma, wie gesagt, wenn das nicht klar ist, fragen Sie bitte, ja, das Komma ist ja für mich fiktiv. Ich muss mir eigentlich nur merken, was ich da tue. Ja, und dann kann ich es am Ende ja sowieso rückgängig machen. Wenn ich sage von Anfang an, ich hatte gar kein Komma, dann lasse ich die Zahl am Ende einfach so, wie sie war. Ja, und das wäre sozusagen das 1/2 mal dem. Ja? Und dann ist eigentlich nur eine Frage, genau, das wäre noch wichtig. Aber es hängt natürlich von der Größe der Register ab, in die ich da rein multipliziere. Es kann ja sein, dass ich Auflösung verliere. Ja, also wenn ich jetzt große Zahlen multipliziere und so weiter, dann kann ich das natürlich nicht mehr darstellen. Dann muss man sich das genauso merken. Ja, das heißt, ich habe jetzt einmal einen Rechtsschritt gemacht. Jetzt kommt, das war i gleich 0. I gleich 1. Ja, habe ich jetzt wieder eine 1. Ich addiere wieder die Zahl x dazu. Also plus x mal y1, das ist y1. Bekomme ich den Wert. Shifte ich wieder. Ja, und Sie sehen, jetzt komme ich dann also hier weiter, hinter das Komma. Ja, und dann addiere ich jetzt 0. Warum? Weil y2, also wenn wir y0, 1, 2, y2 ist 0. Das heißt, ich muss nichts dazu addieren, aber nur shiften. Ja, das muss ich also gleich machen. Ja, muss also einmal nach rechts shiften. Na gut, und jetzt noch einmal. Jetzt waren wir das auch fertig. Und dann müssen wir wieder addieren, rechts schieben und bekommt dieses Ergebnis raus. Ja, und jetzt ist ja das, was ich gerade sage, jetzt muss ich einfach nur das Komma wieder verschieben. Aber das kann man ja. Das Komma war uns ja sowieso die ganze Zeit irrelevant. Wir müssen also sozusagen nicht nur schauen, wo steht die Zahl bei uns im Register drin. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich schiebe einfach um 4 Stellen, 2 hoch 4, ja, mal S4, dann verschiebe ich sozusagen jetzt das Komma um 4 Stellen. Weil mal 2 hoch 4 bedeutet, also mal 2 bedeutet einmal nach links, mal 2, zweimal nach links und so weiter. Ja? Das heißt also, ich schiebe einfach 4-mal nach links, mache also diese ganzen Rechtsschifts wieder rückgängig. Und dann sehen Sie also, dass man das viel effizienter eigentlich implementieren kann, wenn man das in einem wirklichen Register macht. Und dann bekomme ich hier 154 raus. Ja? Also 14 mal 11, das müsste eigentlich doch stimmen, oder? Kommt 154 raus und das ist die entsprechende Dualzahl. Ist das klar, was man tun muss? Noch nicht so? Vielleicht habe ich Sie verwirrt mit den Shift-Operationen. Ja, ich denke, das ist eigentlich klar. Mit den Shift-Operationen müssen Sie doch nur sehen, wie Sie praktisch das neue Register nutzen. Wie Sie in das neue Register reingehen. Praktisch in Ihr, wenn Sie jetzt mit 2 4-Bit-Zahlen anfangen, dann müssen Sie also typischerweise wohl in ein 8-Bit-Register hinein. Und das zeigt doch eigentlich nur, wie ich mein Register, mit mein großes Register, mit meinen Zahlen fülle. Und das Komma muss ich mir nicht wirklich merken. Bleiben Sie erstmal bei der Papier- und Bleistiftmethode, so wie wir es hier gemacht haben. Da merken Sie sich einfach das Komma, aber Sie sehen, am Ende ist das Komma ja wieder weg. Das zeigt ja offenbar schon, dass ich das Komma eigentlich nie gebraucht habe. Ja? Das soll ja nur zeigen, dass ich von den Zahlen, die jetzt hier vor dem Komma stehen, wir machen es gleich noch anders, ja, dass ich da sozusagen jetzt hinter das Komma schiebe, weil ich einen Rechtsshift mache. Aber dadurch, dass ich den Linksshift ja hinterher wieder 4-mal mache, wird das Komma sozusagen wieder komplett eliminiert. Und es kommt diese Zahl raus, also keine Gleitkommazahl, sondern einfach ein Integerwert 154. Ja, also wie gesagt, wenn konkrete Fragen sind, jetzt können wir das implementieren. Wir können jetzt sagen, wir wollen für die Multiplikation von 2 4-Bit-Zahlen, da wollen wir jetzt einen 4-Bit-Addierer haben, dann ein 4-Bit-Register B, dann nochmal ein 4-Bit-Register A und noch ein 4-Bit-Register P. Also wir brauchen 3-mal 4-Bit-Register und ein 4-Bit-Addierer.
Und dann brauchen wir aber nochmal ein, ja gut, Flipflop oder auch Register oder wie auch immer, das ist eigentlich egal, ja, kann man auch sagen, das ist ein Bit-Flipflop, das kann man jetzt auch wieder ganz anders implementieren, ja, und das soll jetzt dann, werden wir gleich sehen, ergänzen. Das heißt also, das ist jetzt im Grunde genommen auch so ein Mini-Register mit einem Bit. Und das ist das Erweiterungsbit und das sieht man jetzt hier. Und die könnte ich jetzt natürlich alle hintereinander hängen. Das könnte ein ganz großes Register sein, die hänge ich einfach alle hintereinander. Ja, und jetzt muss ich mir das sozusagen nur noch interpretieren, ja, was da alles gemacht wird. Also das hat 4 Bit, 4 Bit, 4 Bit, 1 Bit. Ja, und jetzt wird praktisch das gesamte X immer genommen, ja, mit dem einen YI hier verundet, das ist also vektoriell, ja, und dann wird der addiert. Ja. Der Übertrag wird hier reingeschoben. Ja, und dann wird das Ganze geschiftet. Das heißt, können wir uns das mal anschauen. E und P sind ein 5-Bit-Register. Das ist die Summe von diesen zwei 4-Bit-Zahlen. Und die alle zusammen, E, P und A, ist 9-Bit. Ja, und die Multiplikation, das ist ja ziemlich klar, das haben wir ja vorhin gesagt, ist einfach eine Und-Verknüpfung, praktisch vektoriell für alle X. Weil es heißt ja nichts anderes, wenn das Y, I 0 ist, das kann man natürlich vielleicht noch geschickter machen, dann wird das, was da reingeschrieben wird, einfach 0 sein. Und wenn das Y, I 1 ist, dann wird das, was da reingeschrieben wird, X sein. Also ist praktisch wie eine Unverknüpfung von einem Skalar mit dem ganzen Vektor, der in X steht. Ja, und dann P ist gleich 0 und dann wird Y in den A geladen. Dann werden die immer nach rechts geschoben, wie wir es gerade auch mit Papier und Bleistift gemacht haben. Ja, und dann wird die Summe parallel immer in P übernommen und dieser letzte Übertrag, der kommt in E. Dann wird wieder geschoben. Und am Ende steht das Ergebnis in den Registern P und A. Bei P haben wir ja mit 0 angefangen. Und so haben wir es ja da auch gemacht. Und da sehen Sie, dass die Implementierung ein bisschen geschickter ist, weil wir jetzt hier gar kein Komma haben. Das passiert automatisch. Wir interpretieren es einfach so. Das war das, was ich betonen wollte. Ja? Also das heißt, am Ende steht das Ergebnis hier drin. Ja? Und klar, wir könnten auch sagen, eigentlich ist hier das Komma. Und wir müssten wieder shiften. Aber wir brauchen ja nicht shiften, weil das Komma ist ja rein fiktiv. Ja? Heißt also, wir haben dann hier das Ergebnis drin. Okay. Soweit? Klar? Das wäre der grundlegende Multiplizierer. Jetzt kann man sagen, dass man vorzeichenbehaftete Zahlen natürlich auch entsprechend, wenn man sie mit Vorzeichen und Betrag rechnet, können wir dann ganz simpel das Vorzeichen von dem Produkt ausrechnen. Da gehört ja auch nicht viel dazu, klar. Und deswegen haben wir ja gesagt, wenn wir Additionen und Multiplikationen oder Subtraktionen und Multiplikationen ständig untereinander abwechseln, ja, dann müssen wir ständig umrechnen zwischen den entsprechenden Zahlensystemen. Und es ist ja nicht schwierig, ins Zweierkomplement zu übersetzen, indem wir einfach nur komplementieren und eine 1 addieren. Aber schön wäre natürlich, man rechnet komplett im Zweierkomplement. Ja, und das müssen wir uns nachher noch angucken. Ja, also das ist ein Vorgriff jetzt erstmal. Ja? Weil jetzt machen wir erstmal noch die Geschichte der parallelen Multiplikation. Weil die Frage war doch gerade, wenn man sagt, diese Papier- und Bleistiftmethode, die ist natürlich auch relativ aufwendig, genauso wie wir das vorhin schon gesehen haben. Ja? Wenn wir etwas seriell machen, dann braucht das natürlich ewig. Und hier müssen wir ja, wenn wir jetzt zwei 64-Bit-Zahlen multiplizieren wollen nach der Methode, dann müssen wir das ja 64 Mal machen. Also das ist schon ziemlich aufwendig. Und jetzt kann man sagen, geht allerdings leider nur für kleine Multiplizierer, dass ich die Multiplikation von zwei n-Bit-Zahlen darstellen kann, indem ich einfach die Summe als eine Doppelsumme auflöse. Aber das haben Sie ja vielleicht schon gelernt in Ihrem Studium so bisher. Ja? So eine Doppelsumme hat das Problem einer quadratischen Komplexität. Das haben die beiden ja noch nicht. Ist Ihnen das klar? Es ist zwar nur eine kleine Umrechnung, aber das hier ist noch lineare Komplexität. Das ist quadratisch. Ja, das heißt also, dieser kleine Trick des Ausmultiplizierens, der ja dann geschickt aussieht, führt dazu, dass wir jetzt natürlich quadratischen Aufwand haben. Bedeutet also, dass wir so einen Multiplizierer, der das alles in einem Schlag macht, jetzt könnte man es in einem Schlag machen, dann quadratisch aufwendig ist. Aber das Problem haben Sie immer. Also das ist jetzt nichts, was jetzt hier spezifisch für Multiplikatoren ist, für Multiplizierer ist, sondern das Problem hat man generell. Und deswegen haben wir ja gerade versucht, das etwas vereinfacht zu rechnen. Gucken wir doch mal rein, wie macht man denn das? Ich kann es mir ja so hinschreiben, ich kann ja sagen, ich schreibe die eine Zahl
also eine wirklichen Zweierpotenzen hin, erstmal, jetzt nur für uns, das macht natürlich das System in dir nicht, das genauso, rechne ich das aus, ja, und dann bekomme ich jetzt von P0, von P1, von P2 und so weiter, ja, das heißt, also ich habe dann entsprechende Vorfaktoren und jetzt habe ich da drin, also diese Ps sind jeweils diese Terme, das sind also einfach nur Summen aus Produkten. Und das haben wir ja schon gesehen. Also haben wir ja schon damals bei den disjunktiven Formen gesehen und so weiter. Ja, das ist ja alles nichts Schlimmes. Die können wir also ganz schön berechnen. Aber auch hier wieder auffallend, es wird halt quadratisch viel. Ja, Sie bekommen hier wahnsinnig viele von diesen Termen. Wenn man das dann kann ich praktisch jetzt für diese, für n gleich 3, bekomme ich jetzt hier 6 Terme wieder raus. Ja, 3 plus 3 kriege ich 6 Terme raus. Und dann muss ich natürlich noch Überträge berechnen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier den Term berechne, muss ich mir immer Überträge aus den Termen davor berechnen. Das heißt also, der muss den berücksichtigen, der muss den berücksichtigen und so weiter, aus den niederwertigeren Stellen. Das heißt, so super einfach ist das gar nicht. Und ja, das ist immer eine Verundung, ja, was wir hier tun müssen. Und das wäre der Ausdruck, den wir jetzt implementieren müssen. Das kann man jetzt auch tun. Was ist eigentlich das Schöne daran? Es ist wieder nur eine Verundung, eine Veroderung und eine Addition, ja. Das heißt also, jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt habe ich im Prinzip so eine Matrix. Ja, habe da also so Verundungen drin. Das heißt also, ich würde jetzt alle mal irgendwie miteinander verunden. Ja, weil ich ja, haben wir ja gerade gesehen, ich brauche ja sozusagen alle Kombinationen. Weil ich ja den, mit dem und so weiter. Jetzt brauche ich sozusagen alle Verundungen für die verschiedenen Wertigkeiten, die die Stellen haben. Ja, dann habe ich die also alle, also in die Richtung sind die Ys, in die Richtung sind die X. Jetzt habe ich also diese ganzen Verundungen. Dann ist die Frage, was mache ich damit? Jetzt kann man das folgendermaßen machen. Und wenn Sie das mal auf sich wirken lassen, das ist gar nicht so einfach, das Bild. Für x0, y0 bekomme ich jetzt p0 raus. Ja, das hätte ich also schon mal, da hätte ich praktisch die nullte Stelle schon mal geschafft. Für die zweite Stelle muss ich einmal einen Addierer bemühen. Ja? Das heißt also, ich habe hier x0, y x1 und y1 x0, diesen Term. Ja? Und der erzeugt jetzt aber typischerweise, der kann ja keinen erzeugen, ja? Sondern der kann nur einen Carry-Out erzeugen. Der erzeugt hier den Carry-Out. So, und jetzt kann man überlegen, wie implementiert man das geschickt. Das gibt man jetzt in einen weiteren Addierer. Ja, der nimmt x1, y1 dazu. Ja? Was wir hier brauchen, an der Stelle, in dem Term 2 hoch 2, und addiert dann die beiden hier auf. Ja, nimmt den noch mit da rein und erzeugt 2 Carryouts. Dann für den Term verwende ich diese beiden Carryouts, summiere die auf. Ja, sehen Sie, das ist, glaube ich, ganz geschickt gemacht. Damit kann ich jetzt effektiv ja, diese entsprechende Berechnung durchführen und bekomme dann am Ende meine 6 Bit und berücksichtige sozusagen diese ganzen Überträge. Auch hier natürlich mit dem Problem, ich muss warten, bei dem hier, bis der Übertrag fertig ist. Ja, auch wenn ich parallel anlege, muss ich wieder warten, bis das durch ist. Jetzt könnte man das also auch nochmal verbessern. Da könnte ich jetzt also auch wieder nochmal parallel die Überträge rechnen und so weiter. Das geht natürlich auch. Ja, das wäre dann aber noch aufwendiger. Ist das klar? Das wäre jetzt dann so ein Parallelmultiplizierer. Ja. Soweit klar? Okay. Also wie gesagt, effektive Nutzung von einem einzigen, also hier brauchen wir gar nichts, hier brauchen wir einen Halbaddierer, hier brauchen wir jeweils einen Volladdierer, einen Halbaddierer und einen Volladdierer und damit können wir diese gesamte Rechnung durchführen und bekommen das Ergebnis der Multiplikation schneller als bei dieser Methode ja, nach Papier und Bleistift, ja, dass man es einfach so durchschiebt. Aber der Nachteil ist, wir haben es ja gerade gesagt, das kann man nicht machen für ganz viele Stellen, also das heißt, wenn Sie das jetzt für 10 oder 12 Bit machen wollen, dann rechnet man sich damit natürlich tot. Ja. Also wir brauchen n Quadrat Unverknüpfungen ja, und n mal n minus 1 Addierer. Das waren halb und voll, habe ich ja gerade gesagt, welche was. Das heißt, ja, wenn man das mit 8 bis 16 Bit machen will, können Sie sich vorstellen, das explodiert. Ja. Mit der gleichen Argumentation wie gerade bei den entsprechenden Carry-Look-Ahead-Addierern, ja, wird man hier Schwierigkeiten haben, das für große Bitanzahlen zu machen. Ja. Also 16 Bit, ich glaube, da haben wir uns auf der Folie schon vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Das Schaltnetz möchte ich gar nicht sehen. Okay.
Okay, das mache ich heute noch und dann machen wir Schluss. Nämlich Multiplizierer für Festkommazahlen. Und da ist eigentlich jetzt nur wichtig, die Unterschiede zu sehen. Was ist jetzt eigentlich anders? Wir hatten einen generischen Multiplizierer gerade gesehen und ich denke, Sie haben auch verstanden, wie der funktioniert. Und den können wir jetzt für Festkommazahlen verwenden, und zwar für Zahlen, die wir folgendermaßen interpretieren. Und zwar, dass wir sagen, hier haben wir mit einem Vorzeichenbit und einer 7-Bit-Mantisse. Ja, das heißt, wir haben hier das Vorzeichenbit, dann die 7-Bit-Mantisse. Und wir rechnen das immer als plus, minus, 0, und dann kommen die Bits. Ja, das heißt also, wir werden das alles, also die größte Zahl ist praktisch ja, 127, 128. Und die kleinste ist minus 127, 128. Ja, das heißt also, die Zahlen sind alle kleiner als 1. Ja, wir gehen also zwischen minus 1 und 1 praktisch. Ja. Und das muss man gleich im Kopf haben. Und das ist eine ganz typische Darstellung, zum Beispiel für Signalprozessoren. Ja, für so Festkommasignalprozessoren. Und wenn man sich das anguckt, hat man hier zum Beispiel plus 0,5, ja, minus 0,5, ganz klar, minus 3 Achtel und so weiter. Das heißt also, Sie können damit, ja, und ich meine, es macht ja auch nichts aus, Sie können ja jede Zahl, die zum Beispiel, wenn Sie 150 darstellen wollen in diesem Festkommaformat oder Fraktionalformat, dann kann man das ja umrechnen und am Ende wieder zurückrechnen. Also es schadet nicht, es so zu machen. Und es hat eben ein paar Vorteile, wenn man die Berechnung durchführt. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel das beides gegeben. Das wäre die Zahl von x0 bis x7. Ja, x und y hier. Und wir wollen sozusagen p0 bis p14. Stimmt das eigentlich? Ja, das müsste stimmen. Ja, von der Länge her, was wir dann unterbringen wollen. Und dann Vorzeichenoperationen, ist klar. So, und wir berechnen nur die Mantisse. Das heißt, wir kommen mit den Eingangsmantissen rein und berechnen nur die Ausgangsmantisse und das Vorzeichen wird im Grunde genommen nur durch diese Operation hier berechnet. Ja, das geht eigentlich in die richtige Operation gar nicht ein, in diese ganze Berechnung mit ein. Ja. Ja, und dann, wie auch vorhin schon besprochen, wir können jetzt eine Multiplikation durch eine Addition an gleicher Stelle und eine Schiebeoperation durchführen und dann brauche ich jetzt hier natürlich, weil ich ja nur 7 Stück habe, ja, es geht zwar von 0 bis 7, das wären ja 8 Stellen, aber ich habe ja nur 7 wirklich relevante Stellen. Ja. Der Rest ist ja das Vorzeichen. Das heißt, ich kann also in 7 Additions- und Schiebeschritten das Ergebnis berechnen. Und das können wir uns mal noch anschauen. Ja, auch wieder 3 8-Bit-Register. Das ist ganz einfach und ganz ähnlich zu dem, was wir gerade gemacht haben. Das sieht nur kompliziert aus. Wir haben also das Register M, das enthält Y, Q enthält X. Der Akkumulator akkumuliert das Ergebnis. Ja. Und Q7, ja, das Register, was praktisch ja, dann immer das letzte Bit enthält, ja, sagt, ob ich jetzt, also das wäre praktisch immer diese ite Stelle, ja, weil ich ja nach rechts schiebe. Und mit der sage ich sozusagen, soll ich das multiplizieren mit 1 oder mit 0? Genau das gleiche Prinzip. Ja. Wenn Q7 gleich 0 ist, wird einfach nur geschiftet. Wenn Q7 1 ist, wird der Inhalt von M zu A addiert. M enthält ja den Multiplikanten Y, A akkumuliert das Ergebnis. Ja. Und dann wird das Ganze, das Doppelregister AQ wird um eine Stelle nach rechts geschoben. Ja, und dann, ich nochmal zurück, nach 7 Schritten enthält dann Q7 das Vorzeichen des Multiplikators. Damit können wir nichts mehr anfangen, weil das kannten wir sowieso. Wir müssen es aber nicht mehr extra speichern. Dann nehmen wir das einfach und berechnen das Gesamtvorzeichen. Funktioniert also folgendermaßen. Ich habe hier meine Zahlen. Ja, das sind die Vorzeichen. Die sind hier getrennt. Kein Zweikomplement. Die sind hier getrennt. Akkumulator ist 0. Das heißt, ich schreibe den Akkumulator hier rein. Ja, erstmal das Q, dann den, gleich ja, das M und dann den Akkumulator. Ja, das heißt, der Akkumulator ist 0. Das ist hier mein X und das ist mein Y, das steht in M. So, und jetzt fange ich einfach an. Das Q7, das ist diese Stelle, die steuert immer. Und weil ich ja da drin shifte, das ist ja das, was ich vorhin mehrfach versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, ja, weil ich darin shifte, komme ich genau immer an die richtige Stelle, mit der ich dann wahrnehme. Und dann ziehe ich einfach von links nach. Ja, jetzt muss ich wohl offenbar hier, steht eine 1, dann addiere ich das M, ja, da ist das Y drin, zu A. Dann tue ich das, schiebe nach rechts. Rechts schieben bedeutet einfach, die werden hier alle nach rechts geschoben. Der kommt dahin und so weiter. Ja. Und jetzt habe ich hier wieder eine 1 stehen bei Q7. Das heißt, ich addiere wieder M zu A. Weil hier steht ja, ich soll addieren. Mache ich das also? Mach wieder einen Rechtsshift. So, und jetzt steht eine 0 hinten drin. Ja, jetzt habe ich plötzlich meine 0.
die hatte ich ja in dem Y sowieso drin, ganz klar. Ja, ich habe ja diese 0, diese hier, jetzt einfach so lange nach rechts geschiftet, bis sie dann irgendwann mal ankommt. Und ich muss ja sozusagen mit dem Y, I, mit jeder Y-Stelle, ja, entweder übernehmen oder nullen. Ja. Und jetzt kommt hier die 0 hin, das heißt, jetzt brauche ich nur rechts schieben. Ja, und dann nochmal rechts schieben, weil hier wieder eine 0 stand. So, und jetzt steht wieder eine 1. Und ich muss immer warten, bis meine blaue 1, das Vorzeichen, bis die an der letzten Stelle ist. Wenn die an der letzten Stelle ist, dann bin ich fertig. Das heißt, dann habe ich also 7 Rechtschiffs getan. Ja, und die habe ich noch nicht. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt addiere ich also wieder, weil hier eine 1 steht. Schiebe wieder nach rechts. Jetzt habe ich schon 5. Ja, und dann wieder addieren, weil da eine 1 steht. Wieder rechts schieben. Ja, und jetzt nochmal rechts schieben, weil hier eine 0 steht. Ja, da muss ich also nicht addieren. Ja, dann bekomme ich am Ende mein Ergebnis raus. Und wie ist das Ergebnis jetzt zu interpretieren? Jetzt bekomme ich ja hier mein Ergebnis. Ja. Aber das Problem ist ja, hier ist ja das entsprechende alte Vorzeichen drin. Das alte Vorzeichen interessiert mich gar nicht. Das war jetzt nur, dass ich es mir nicht nochmal separat speichern muss. Das soll sozusagen in meinem Register einfach erhalten bleiben. Das heißt, diese Stelle hier in dem Register ist für mich total irrelevant. Da kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt gedanklich 0 setzen, weil ich ja eine Festkommazahl habe, die nach hinten, also die nach dem Komma läuft, da kann ich ja jederzeit eine 0 reinschreiben. Und so haben wir es auch erklärt, auch steht auch so im Skript. Aber natürlich noch einfacher kann man sich vorstellen, man lässt es einfach weg, weil so viel stellen wollte man ja nie. Das heißt also, ich nehme jetzt einfach meine Zahl raus. Das ist jetzt die Zahl, die ich bekommen habe. Ja, ich muss also aufpassen, was ich jetzt wohin geschoben habe und welche Stellen überhaupt übrig bleiben. Ja, und dann ja, wird jetzt hier korrigiert. Ja, und zwar, ich nehme hier die 1 rein als Vorzeichen und nehme an nur diesen Teil hier, nehme nur diesen Teil des Registers. Weil diese 0 hier, ob ich die nun ersetze oder nicht, macht ja bei einer Festkommazahl gar keinen Unterschied. Das heißt, ich würde aus dem Register gar nicht auslesen. Ist das klar? Ja, damit habe ich dann im Prinzip, oder ich kann es eben auslesen, aber dann ist es eben 0 und ist irrelevant. Ja, und damit hätte ich im Prinzip dann meine entsprechende Multiplikation mit besagten Vorzeichen für Festkommazahlen effizient in so paar Registern, also wirklich nur in diesen drei Registern durchgeführt. Erstmal Fragen soweit? Gut, jetzt sind wir auch eigentlich so gut wie durch mit dem Stoff, den ich machen wollte. Ich zeige Ihnen nochmal das Bild dazu. Das kann man jetzt genauso wieder mit so einem entsprechenden Bildchen machen. Ja. Das können Sie sich mal anschauen. Das ist genau das, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Ja. Das heißt, Sie haben hier so einen Ablauf, also einen Pseudocode für den Ablauf, haben hier oben das entsprechende Ablaufdiagramm, hier die drei Register, den entsprechenden Addierer, das kann irgendein Addierer sein, ja, und so weiter. Und der steuert halt den Ablauf und am Ende entnehmen Sie halt nicht den gesamten Registerinhalt. Ja, genau, ja, das wäre das Nächste, was wir machen am Anfang der nächsten Stunde. 2-Komplement-Multiplikation. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir machen jetzt hier Schluss und sehen uns am Mittwoch im HASAF. Ja? Danke, tschüss.